Was geht? Ich bin in Koblenz. Wie man hier sieht, ne? Oh ja, das Wetter ist nice. Wieder, also generell bei der gesamten Tour bis jetzt immer ein super Glück gehabt mit dem Wetter. Also auch was nachts anging. Ja, morgen war es wieder ein bisschen kalt, aber ich hab gedacht, nicht so kalt wie gestern Morgen. Aber vielleicht war es gestern Morgen auch einfach super überraschend, so ein bisschen kälter. Aber ja. Und das ist ja klar. War's sehr alright. Und jetzt wird es ja auch natürlich wieder schön wärmer. Ich habe jetzt ein bisschen früher angefangen, weil wahrscheinlich auch ein bisschen früher aufhören, weil um 49 fährt ein Zug hier vom Bahnhof, den ich nehmen könnte, und sonst würde ich halt einen nehmen, den ich dann eine Stunde später fahren würde. Ich glaube sogar 2 Stunden tatsächlich. Aber ich glaube, es gibt noch eine Aktion, die hier einfach nur ein paar Minuten, ein Zug, der hier ein paar Minuten später abfahren würde. Aber das Ding ist halt, dann müsste ich irgendwie den Rufbus machen und 90 Minuten früher anrufen und Aal und auch großer Umweg, für den ich dann extra fahren will. Und ja, deswegen fange ich jetzt ein bisschen früher an. Werden, denke ich, noch gerade so die 2 Stunden voll kriegen. Was ja immer so mein grobes Ziel ist, ne? Und ich aber auch wirklich halt dann bis zum Bahnhof wirklich durchstreamen. Ja, dann halt, heimdüsen. Ja, ich habe halt gedacht, von Koblenz ist halt chillig, weil habe ich halt in der Schule oder vielleicht ein bisschen weniger mich halt dann zu Hause, habe noch was vom Rest vom Tag, bin dann halt gestern Abend noch ein bisschen Zug gefahren auch in die Richtung hier. Und ja, heute Morgen ja noch das kleine Reststück noch gemacht und dann, ja, liegt alles ganz glatt hier. Und ja, lohnt ist auf jeden Fall die Festung im Weißstein. Ist auch mega geil, aber ich glaube, da wird man jetzt wohl nicht kommen. Ich habe eigentlich nicht mehr so viel Geldbargeld dabei, einfach. Ich habe hier beim Automaten versucht, aber es ging irgendwie nicht. Ich wollte eigentlich irgendwann mal dem anderen probieren, das stimmt, wenn jetzt gerade wieder einer war. Das habe ich dann doch nicht gemacht. Aber so wie es jetzt aussieht, also ich weiß nicht, ob man das im Stream sieht, aber so wie es jetzt aussieht, scheinen die Seilbahnen da, die da hochfährt, auch actually zu stehen. Ich weiß nicht, wann die öffnen. Ob die heute noch mal öffnen oder wann die öffnen oder wie oder was. Aber im Moment scheint zumindest so auszusehen, dass die stehen werden. Und ja. Hier ist noch der Rhein. Hier ist auch vor kurzem dieses Schiff langgefahren mit dem U-Boot da für das Technikmuseum Speyer. Da hat mein Bruder hier auch ein Video hiervon gemacht. Also durch diese, ich weiß nicht, ob man das so deutschlandweit möglich kriegt. Also zumindest in dem Nachhinein im SWR war das halt dieses fette U-Boot, da hat ja auch so ein Träger lang gefahren wurde. Er ist halt in dieses Technikmuseum in Speyer, oder sind es ein, es gibt ja zwei, ich weiß nicht genau welches, aber wo auf jeden Fall halt hier den Rhein runterkutschiert. Ja, sowas ist ja immer ein fucking big win. Es gibt ja auch dieses Space Shuttle, wo das Space Shuttle wurde auch safe auch auf dem Rhein. Ah, safe wurde das hier rein auf dem Rhein gemacht, oder war das ein Space Shuttle, oder was war das? Ja doch, oder irgendwie so ein Treiber aufbringen zumindest. Und das wurde dann ja auch auf dem Rhein gefahren. Aber ja, für den Rest ist das ja einfach alles viel zu groß, ne? Also kannst du ja sonst nicht irgendwie, ich glaube, die letzten paar Meter wurde es dann irgendwie noch per Schwertransporter auf dem LKW geladen, aber ja, ich war jetzt auch länger schon nicht mehr da. Der Sound ist ungewöhnlich leise, okay. Moin Ewig, was geht? So, ungewöhnlich leise, warte. Ich werde das noch mal fest einstecken, das Problem hatte ich echt schon mal. So. Und kann dir nichts machen, außer das Mikrofon ein- und ausstecken.
Ich weiß nicht, ist jetzt besser geworden oder ist jetzt wieder gleich? Dann kann das Steam, wenn es jetzt auch, wenn ich Steam doch richtig doch, warum machst du immer noch diese minütlichen Benachrichtigungen? Ich habe schon angefangen zu streamen. Ist schon lauter, ja. Ist jetzt wieder verständlicher oder ist jetzt wieder so verständlich wie jetzt davor auch? Ja, ansonsten weiß ich halt nicht. Ich habe nicht ganz gemacht. Manchmal scheint das einfach irgendwie ein bisschen nicht ganz gut zu wollen. Man hat wahrscheinlich irgendeinen Grund, aber ich check ihn halt gar nicht. Okay, wenn es jetzt wieder auf dem Level von den anderen Teams ist, ist ja auf jeden Fall gut. Oder ist immer noch ein bisschen leiser als sonst. Ah. Oh ja, genau, hier ist der Rhein halt. Ich denke, das ist hinter mir, das ist nur mein Schlafsack, der den dann noch rumbaumelt. So. Jetzt ist die Lautstärke wieder von alten, egal, dann stelle ich ja meine Betriebssysteme um 110% über die Lautstärke, um nicht zu verstehen, der da ist. Warte, nee, warte. Okay. Das zeigt ja auch an, dass das Kabel verbunden ist, ne? Also das Mikro verbunden ist. Und ich habe das hier auch an, ne? Ja. Ja. Ja, nochmal zur Sicherheit hier checken, aber ja, das ist actually. Ah gut, es ist jetzt besser. Ich weiß es halt nicht. Manchmal muss ich eh noch in Dingens die ganzen Bielefeld-Sachen zusammenschneiden und auch noch also ja, das Bielefeld, was halt so mehr aus Teamkit war, muss ich ja noch zusammenschneiden. Ich habe mein Betriebssystem wieder auf 110% gestellt, aber kann man anscheinend wohl nichts machen. Okay. Ah. Und wenn ich die App einfach nochmal hier so schließe, dann einfach nochmal probiere. Aber warum geht das denn jetzt gerade nicht? So muss das jetzt nicht so krass sein, ne? So, und jetzt, wenn ich das wieder reinpacke. Kommen. Warum kann das nicht einfach einmal funktionieren? So. So, warte. Ja, wäre echt cool, wenn wir den Chat dann zeigen würden, wenn du sagst. Was für den Chat zeigt. Ja, jetzt ist gut. Let's go. Let's go. Perfekt. Dann hoffen wir das jetzt auch so. Let's go. Vielen Dank, dass du kaum aufmerksam hast, weil das halt das Ding ist. Da kann man es halt nicht so leicht selbst checken. Daher ist es einfach. Ist einfach nice. Wenn irgendwas nicht läuft, dann auf jeden Fall immer einen Hinweis bekommen. Hat man das jetzt auch wieder auf die gewünschte 75% gestellt. Okay, let's go. Stabil. Ich habe es einfach mehrmals ein- und ausgesteckt, bis es funktioniert hat. Das scheint anscheinend irgendwann zu laufen. Ich meine, das ist immer ein Banger-Tipp so. Das ist immer ein Banger-Tipp. So, okay. Let's go.
Da ist gerade so ein Feuerwehrschiff von der Feuerwehr Koblenz am über den Rhein düppeln. Hier sind natürlich auch jede Menge von diesen Touristenschiffen hier. Burgenrundfahrten ist da auch so ein Gedöns. Ja, da ist halt dieser Festo-Jahr-Ballstein. Warte. Pixel Zoom. Let's go. Da ist heute mal echt eine andere Powerbank drin als die übliche. Nein, die ich die ganze Zeit genutzt habe, aber immer noch ein Balken mindestens, glaube ich. Aber ja. Guck mal, dieses kleine Schiff, das ist ja süß. Das ist der letzte Tag der Tour, du bist heute noch in Düsseldorf? Nee, ich gehe wahrscheinlich nicht nach Düsseldorf. Also, was heißt nicht gehe? Wahrscheinlich nicht. Ich werde auf keinen Fall nach Düsseldorf gehen. Ja, ich habe das jetzt umgeschmissen für Koblenz. Ich wollte noch ein paar Sachen zu Hause machen, auch noch ein bisschen Schlaf nachholen, weil heute habe ich eigentlich ganz relativ lang geschlafen so, aber trotzdem ist ja einfach cooler, ein bisschen früher zu Hause sein, das in der Koblenz, dann ist halt so ein bisschen mehr als eine Stunde noch daheim. Okay, dann kannst du Knefeld ja auch kriegen, ja, habe ich auch in Discord schon mal geschrieben, was das wahrscheinlich doch nichts wird. Aber vielleicht wann anders. Vielleicht wann anders dann. Also, ah, das ist die Fähre, die darüber fährt. Ja, sorry, dass dann halt nicht Düsseldorf und Krefeld jetzt kam, aber ey, man, ist ja nicht der letzte. Das letzte Mal, dass hier so eine Tour gemacht wird. Und ja, ich denke, irgendwann wird man auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit haben, da mal hinzukommen. Treibholz. Also ich denke, dass damit wird alles noch klar sein. Klar gehen. Und ja, aber generell habe ich vor, das war jetzt ja nur das erste Mal, dass ich hier so eine größere Städtetour jetzt gemacht habe. Aber das wird jetzt, na, also keine Ahnung, will ich jetzt nicht, keine Ahnung, jede Woche kommen so. Aber schon halt häufiger jetzt. Und ja. Ja, ich muss halt auch halt nachts wieder arbeiten, deswegen wäre es halt besser, wenn ich halt noch ein bisschen früher zu Hause bin. Und ja, ich habe ja für Samstag auch noch das Minecraft-Server-Ding geplant. Und ja, das muss ich halt auch noch ein bisschen weiter einrichten. Deswegen ist halt gut, wenn ich halt ein bisschen Zeit habe. Oh, jetzt fahren die eigentlich wieder. Die Seilbahnbahnen da. Aber wie gesagt, ich habe nicht mehr so viel Geld dabei. Und ich glaube, die sind auch nicht ganz günstig, die Tickets. Aber ja, ich denke, Koblenz kann man auf jeden Fall auch nochmal öfter machen. Das ist ja, wie gesagt, relativ in der Nähe bei mir. Aber ja. So. Und ja. Was auch noch ist, halt wegen Zug. Also noch ein Zug früher geht es halt jetzt schon statt 12 Uhr, wie ich eigentlich geplant habe. Geht es halt hier nur bis so 11.45 Uhr, weil halt um 49 Uhr dann Zug da am Bahnhof abfährt und ich dann sonst halt Umwege fahren müsste, halt 2 Stunden warten müsste. Und das, ja, deswegen nehme ich einfach den und dann passt das alles. Und ja, das ist dann halt ganz nett und praktisch. Und ja, deswegen habe ich auch ein bisschen früher angefangen. So. Also ich hätte auch einfach Zeit gehabt so und eh nichts anderes zu tun hier. Und ja, deswegen habe ich dann halt gedacht, so, dann kriegt man die 2 Stunden auf jeden Fall auch noch voll, was ja immer so mein Grundziel ist. Aber ja.
Let's go. What? Okay, wir haben gleich auch schon mit 10 ja, jetzt schon eher so rumgetestet und so. Aber ja, perfekt. Let's go, dann würde ich sagen, können wir jetzt mal ein bisschen losgehen. So, warte. Switch. So, wie ist hier am besten eigentlich? Eigentlich könnte man eher in die Richtung, aber da ist glaube ich nicht so viel tatsächlich. Also will ich vielleicht einfach ein bisschen mehr den Fokus auf den Rhein machen. So. Oh, da sind wir. Let's go. So. Hier ist noch so ein kleines Podium oder irgendwie sowas. Also ein kleiner erhöhter Punkt mit noch so Bänkchen oder sowas irgendwie drauf. So. Also man hat jetzt irgendwie keine krasse Aussicht. Ich glaube, hier wird auch immer irgendwie noch, werden auch irgendwie immer noch Sachen moderiert bei irgendwelchen Sachen. Also ich habe einfach hier, wo war das, bei Rhein in Flammen? Bei der Übertragung, da wurde halt auch von hier, glaube ich, wo dann moderiert unter diesem Blick hier, weil der Blick ist halt dann ganz schön. So. Oh ja, eine krassere Aussicht als man da unten hat, man jetzt nicht, aber man fühlt es vielleicht mehr, weil man steht auch da und denkt dann so, ja, das ist eine krasse Aussicht. So. Da, wo ich die Rasenmäher gerade sehe, da war auch eben so ein Dude, war das krass. Da hinten. Hier, warte, ich weiß nicht, ob man das sieht, warte. Wir gehen mal näher ran. So, das Gras hier hinten ist ja echt auch alles gemäht. Da kam halt so ein Dude, der auch schon so in so einem Alter sein könnte, dass er halt in dem Glauben ist, dass Manta Manta zweiter Teil ein fantastisches Meisterwerk ist. Um das sozusagen. Also sagt, oh hier waren ja die Veganer unterwegs, ne? Guck dir mal an, das ganze Gras hier weg hier. Ja, geil. Also ja, das war sehr, sehr big Comedy Gedöns. Shit. Apropos Manta Manta Zoja. Ja, ich bin da nichts an. Gestern am Hauptbahnhof in Hamm. Guck ein bisschen Spiel NATO-Stream. Mach ein bisschen bei Jack Cox in der Audience mit. Und dann hol ich einfach mal kurz nach oben und sehe da einfach dieses fette Manta Manta Zoja Teilplakat. Das verfolgt einen einfach. Es verfolgt einen einfach for real. So. Aber gut, hier geht ja jetzt ein bisschen die Post ab mit Mäharbeiten oder so. Das heißt, ich würde sagen, ich werde mich mal ein wenig verdünnisieren von hier. Aber ja. Achtung. Müsst einmal durch. So, Dankeschön. Tschüss. Ich glaube, das Team Element Center irgendwie funktioniert für den Timer noch nicht so gut. Ich glaube, das endet viel häufiger, als ich eigentlich will. Weil ich glaube, ich noch nicht gecheckt habe, dass ich streame, weil ich habe das halt auf Stream, habe ich das halt so auf Minutentakt gesetzt. Also zumindest das eine. Weil da guckt man ja echt lange in den Chat so. Warum Koblenz? Ja, ist halt in der Nähe so. Bin ich halt schneller zu Hause, dies, das so. Ja, habe ich halt auch noch nicht gemacht, so, ne? Aber warum nicht, hä? Mein Gott, warum nicht?
Warum nicht Koblenz? Also ich jetzt, dass es überhaupt gar keinen Bock auf Koblenz gab so. So. Langweilig die Stadt. Na. Das heißt nur, weil du da schon so oft warst, safe. Also Koblenz ist ja nicht so krass langweilig, finde ich. Ich meine, es gibt schon interessantere Städte so, aber na. Ist ein Gönter, den kann man hier auch machen, oder? Und guck mal den schönen Rhein. Schöner Rhein. Der Rhein ist eigentlich auch ein großer Brunnen. Oder? Nein, nein. Macht eigentlich keinen Sinn, aber. Ja. Koblenz ist ganz alright. Koblenz ist doch ganz alright. Guck mal, aber Rhein ist echt ein bisschen höher. Guck mal, da ist diese Fußwege da unten am Wasser. Sind jetzt schon wieder ein bisschen überschwemmt worden. So. Aber ja gut. Er ist nicht über Koblenz überraschen. Ja. Das ist der gute Ansatz, Erik, der. Das ist der gute Ansatz hier. Einfach blind reingeht und enjoyen. Ich denke, Koblenz ist alright. Ich denke, Koblenz ist alright. Ich finde sowieso, es ist immer das, was man daraus macht, ne? So, das ist zum Beispiel das da. Ist das so ein Fernrohrgedöns? Aber muss man von da reingucken. Gut, ist das hier sehr wackelig. Soll das so wackelig sein? Da können wir einmal durch. Ne, aber warte. Kamera höher. Aber ne, geht eigentlich nicht so, ne? Aber ja. Oh, warte. Fokus. So. Weil da gibt es auch mehr so krasse Schiffe, wie zum Beispiel hier. Da ist halt noch so ein klassisches Schiff. Ich weiß nicht, ob es noch. Ja, es ist eigentlich noch ein Dampfschiff, ne? Und das trötet halt immer so rum und so. Und man hört es halt immer, wenn es vorbeifährt, was so laut ist und rumtrötet. Aber ja, ist ein cooles Schiff. Ich bin auch, glaube ich, ein paar Mal schon mitgefahren. Mein Opa hat echt früher immer so Schiffsausflüge mit mir gemacht. Das war voll schön. Immer. Und war voll entspannt, so einfach so ein bisschen über den Rhein fahren. Das war voll cool. Immer dann so Flusskreuzfahrtschiffe. So. Ich frage mich immer, wie so eine Flusskreuzfahrt ist. Weil man hat ja nicht so diese großen Luxusfette wie jetzt so halt so Ozeankreuzfahrten und so. Aber gibt es da auch irgendwelche Einrichtungen? Oder ist das wirklich nur so Schlafzimmer und Restaurant oder sowas? Und halt irgendwie Entspannungsbereich da oben? Ich habe das nie gecheckt, weil da gibt es natürlich auch Schlafzimmer so, aber wie viele halt und was ist da noch so? Oder enjoyt man einfach den Fluss so? Weil ich meine, da ist man ja auch dann nicht so lange Zeit immer auf See, weil es halt so viele Städte gibt, in denen man noch anlegen kann, oder? Aber ja, da scheint es auf jeden Fall drin so ein Restaurant zu geben, da in der einen Etage, aber ansonsten. Vielleicht auch irgendwas für Veranstaltungen oder so, aber. Ansonsten eigentlich kein Plan. Ansonsten eigentlich gar kein Plan so. So. Hier sind nochmal Blumen. Ich zeige hier nämlich jetzt Blumen. Die könnten auch noch von der Bundesgartenschau sein. Die war ja hier einmal und da
Und ja, auch diese Seilbahn dafür angeschafft. Ich glaube, die sollte ursprünglich nur temporär sein, aber jetzt ist sie mittlerweile schon länger da. Ich weiß nicht, ob immer noch diskutiert wird, die irgendwann wieder abzubauen, aber an Gord ist doch eigentlich nice. So. Ah. So, hier ist ja wirklich nur so Schlafzimmer drinnen, ne? Aber gut. So. Unten ist dann gleich diese Talstation von der Seilbahn. Hier ist jetzt auch noch so Touristenschüsse, allerlei Koblenz-Merch und Eis und Gedöns und Kram, ja moin. Aber nicht so krass und so. So, ja, und da ist dann diese Talstation, ne? Ich weiß echt gar nicht, was die Tickets dafür kosten für die Seilbahn. Aber eine Seilbahn in der Stadt ist schon eigentlich immer ganz cool. So. Hat immer so einen Vibe, finde ich. So. Wie die immer so angucken und so. Ist irgendwie nett. Ist irgendwie actually nett. So. Okay, jetzt nochmal. Ah, 200 Meter Richtung Deutsch-Eck, stimmt. Da geht's jetzt auch erstmal, ja, tendenziell hin, würde ich sagen. Richtung deutsches Eck. Da, wo die Mosel in den Rhein fließt, dann. Und die sich sozusagen. Da, ja, ineinander. Oder wo die Mosel halt in den Rhein mündet, so. Die münden ja nicht ineinander. Sondern die Mosel mündet halt einfach in den Rhein, so. Naja. Das ist die Seilbahn. Irgendwo hat das auch so ein Glasboden drin. Und ich dachte immer, der ganze Boden wäre aus Glas. Aber das ist nicht der Fall. Und okay. Ja, wie viele stehen da bei dieser Kasse an? Das ist hier unglaublich. Also nee. Also selbst wenn ich da gehe, würde ich mir da heute auf jeden Fall kein Ticket holen. Zumindest jetzt nicht gerade. Vielleicht, wenn es gerade geöffnet hätte. Aber wo stehen denn da überhaupt die Preise? Okay. Hier steht nur, was für Tickets es gibt, aber wie viel die kosten, steht eigentlich gar nicht, ne? Aber da steht das, glaube ich. So. Okay. Ein Weg 11 Euro die Car. Das hat auch schon. Ah. Aber ja, deswegen. Ach, mit dem 10er kommt man da safe hin, aber ist anscheinend nicht mal so. Mein Hin und Zurück war dann 14,90. Aber ja. Ein Weg für 11 Euro. Ich glaube, wir haben das immer nur mit der Schule in Gruppentickets gemacht. Ich glaube, da ist es dann schon ein bisschen günstiger. Weil wir hatten ja immer nur so 20 Euro immer pro Schüler für Klassenausflüge zur Verfügung. Und ja. Da wäre ja dann einfach schon mehr als die Hälfte einfach draufgegangen, wenn jeder so ein Einzelticket gebraucht hätte. Und dann müssten wir ja noch irgendwie runterkommen, ne? Das ist ja dann auch noch die Sache. Also ja. Das war sehr goofy. Und ja, das ist diese fette Glotz hier in dieses fette Denkmal am deutschen Eck da.
Also auf jeden Fall cool. Aber da steht auch so ein kleiner Infopult oder Infotafel oder irgendwie sowas. Boah, ich habe eigentlich wieder vergessen, wen das darstellt. Also ja, der Storm wieder informiert. Aber ja. Okay, ja, hier ist er halt wirklich. Dann Leutes Eck, Mosel, dies, das. Oh ja, da hinten geht's halt zum Mosel, ne? Also sie kommt auch gleich. So. Aber im Moment kann ich sogar da unten lang gehen. Und da noch hin. Das hat bei manchmal bei Hochwasser actually nicht so, denke ich. Aber die Stufe war ein bisschen höher als ich dachte actually hier. Hey, warum bist du so hoch, Stufe? Warum bist du so hoch, Stufe? Aber egal. So. Dann gucken wir erstmal das von unten an, bevor wir dann in dem Main-Teil sind. Und wir gucken dann hier, wie die Mosel dann eigentlich. Ich weiß nicht, ob das auch wieder so ein Farbverlauf hat, also wo es wirklich so zwei getrennte Flussfarben sind. Das weiß ich echt gerade nicht im Kopf, weil es gibt ja manchmal bei so Flüssen, wenn die sich so treffen, dass der eine viel cleaneres Wasser hat. So. Aber hier weiß ich das eigentlich nicht tatsächlich. So. Aber okay, man kommt echt nicht hier bis ganz vorne hin, sondern nur bis kurz vor da. Also ganz vorne geht da nicht auch. Hier kann man anscheinend auch noch Treppen nutzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt neu gemacht wurde, dieses Gelände einfach, damit nicht zu viel einfach easy ins Wasser gehen. Oder ob das. Weil ich denke mal, die Treppen waren irgendwann auch mal begehbar. Aber weiß ich jetzt nicht ab wann. Oh ja. Oh, ai. Sorry. Kleiner Dreher. So. So, oh, hallo. So, da oben ist das Ding auf jeden Fall. Let's go. Nice. Oh ja, da ist dann halt. Dahinter an dieser Ecke ist dann halt praktisch die Mündung. Von hier kriegt man jetzt keinen so einen krassen Farbverlauf. Dann, also, was heißt Farbverlauf? So eine krasse Abtrennung der Farben voneinander, also krassen Unterschied der beiden Flussfarben. Ja, natürlich auch wieder Güterverkehr, weil ich glaube, jetzt habe ich sogar eine der meist befahrenen Strecken. Jo, hallo, ich bin's nochmal. Ja, ich habe jetzt einfach gedacht, ich nehme jetzt noch dieses kleine Video, ich nehme jetzt noch dieses kleine Video auf, was ich hier noch dann an das VOD quasi dranhänge, das jetzt nicht live oder irgendwie sowas, aber. Ja, der Stream ist halt dann abgekackt, so, also es ging eigentlich noch länger, aber ich habe noch ein bisschen versucht, halt irgendwie das wieder zu kriegen, aber es hat alles nicht geklappt, also eigentlich habe ich noch ein bisschen länger gestreamt, aber das ist jetzt halt als Aufwärts, also so 20 Minuten, das ist, glaube ich, noch, wo ich halt hier noch ein bisschen rumgelaufen bin und so, also auch noch dagegen jetzt nichts Krasses, aber ja, ich habe jetzt gedacht, ich nehme noch dieses kleine Video auf und das einfach nochmal fürs wie einfach zu sagen. Ja, ich denke halt, es ist besser, als wenn es jetzt in Köln oder Bielefeld passiert wäre, weil so, keine Ahnung, hier ist es halt wenigstens noch in der Nähe so, und kann ich halt auch innerhalb von also einer Stunde vielleicht ein bisschen mehr oder so um eine Stunde, bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, hier hinkommen. Und dann hier einfach noch halt erst nochmal nachholen, halt den Stream nochmal. Weil ja, das hat er halt gar nicht gefunden, so.
Aber ja, wie gesagt, immer besser als irgendwie, als wenn es das letzte Hütter Bielefeld gewesen wäre, was dann wieder ein bisschen weiter weg gewesen wäre. Und ja, darüber bin ich halt froh. Aber trotzdem schade, dass es jetzt halt nicht so, dass das Ende halt jetzt ein bisschen so, der Tour halt ein bisschen abrupt war. Aber naja, was wir machen wir. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen enden, die habe ich auch eben auch gefilmt, gesehen. Ah, da waren es eigentlich sogar noch weniger, also vielleicht ist das so was Gutes, weil jetzt kann man hier einfach noch mehr Enten sehen. Und das ist doch was, eieiei. Also eigentlich die wirklichen paar Enten, ne? Eieiei. So, und was ich noch checken wollte, ob es da noch so ein Fahrverlauf war, ich weiß nicht, ob das eigentlich noch ein Stream war, aber das habe ich eigentlich auch noch gesehen, gesagt, so ein. Man sieht es hier auf jeden Fall auch schon ein bisschen, ja, ich kann noch mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Da ist auf jeden Fall auch noch so ein kleiner Fahrstuhl da vorne. Und ja, ich denke mal, erkennt das so ein bisschen, also das Wasser noch ist auf jeden Fall ein bisschen heller als das Wasser in der Mosel anscheinend. Ah ja. Let's go. Ja, ich würde dann sagen, das passt dann. Es ist wieder von mir wieder. Schade, dass es also ein bisschen abrupt war, aber hätte auch ein schlimmer Ort passieren können. Und ja, ich denke, ich werde das irgendwann mal wiederholen oder vielleicht auch gucken, wo man das heute gelegen hat. Aber ja. Danke dir für alle, die jetzt noch ein bisschen dabei waren. Das Wissen, was es jetzt gab, das war echt schön, ne? Das Wissen, was es gab, fand ich echt schön. Also ja, vielen, vielen Dank. Ja, und dann tschüss. Juhu! So, okay, tschüss.